Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jurassic Park Operation Genesis für PlayStation 2. Unser Park hat mittlerweile 3,5 Sterne erhalten. Und wir haben beim letzten Mal die Ballontour gebaut. Und die werden wir jetzt auch gleich, also erforscht. Bauen müssen wir sie gleich noch. Nachricht von Dr. Dann können wir auch gleich mal ein paar Fotos von fleischfressenden Dinos machen. Das hatten wir noch gar nicht bisher machen können, weil wir ja mit der Dino-Safari nicht in die Gehege der Fleischfresser rein können. Und ihr seid beide tot oder was? Oder schlaft ihr? Ihr schlaft nur. Okay. Ja, gut. Wollt ihr noch Gefährten hier drin haben? Womit kann ich dienen? Kleiner Fleischfresser. Ich glaube, die Lofo wäre nicht so gut. Alberto, die Lofo, jetzt haben wir noch Spino und den Carchadonto. Nachricht von Dr. Grant. Ja, Grant, geht gleich los. Ich will mal eben gucken, ob wir vielleicht noch was Schönes, Pflanziges bauen können. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin hier im richtigen Gehege, ne? Ja, ich bin bei den Fleischfressern. Super Idee, Alex. Hier wollte ich hin. Gott, oh Gott, oh Gott. Womit kann ich dienen? Kühle Urano. Camara, da! Camara, das sind die kleineren Pflanzenfresser. Nachricht von Dr. Wu. Da bauen wir mal zwei Stück von. Da bin ich gespannt. Da können wir gleich ein Foto schießen eigentlich. Aber das machen wir dann aus dem Ballon. Da kommen die gleich. Ich wüsste gerne, wie Projekt zuweisen machen wir auch gleich. Camarasaurus ist zu 79% vollständig. Sehr gut. Und Überreste von einem Dilophosaurus. Und weil wir das schon komplett erforscht haben, wurde auch das DNA oder die DNA für 3450 Octen verkauft. Geil. Was sollen wir hier nochmal tun? Nochmal Camara. Der rennt der Uranosaurus einfach mal durchs Bild. Ja, warum nicht? Es sieht schön aus hier drin, ne? Aber da. Opa. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, das Eintreffen unseres neuesten Dinosauriers, des Camarasaurus, bekannt geben zu können. Eines Pflanzenfressers des Jura. Naturliebhaber sollten sich diesen sanftmütigen Riesen auf keinen Fall entgehen lassen. Eine schöne Musterung, ne? Also eine schöne Maserung. Eine Maserung sagt man ja eigentlich eher bei Holz. Aber der hat ein schönes Muster. Er sieht schon cool aus. Das Gute ist ja echt, dass die Pflanzenfresser sich alle vertragen. Oh, da müssen wir unbedingt Fotos. Oh, warte mal. Ich muss mal eben. Tut mir leid, aber das muss ich mal eben festhalten. Das ist doch zu geil. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Warte. Wunderbares Arrangement. Da stand immer die Punkte angezeigt. Ich fahr mal hier hin. Voila. Ach, das hänge ich hier an der Wand fest. Sehr gut. So. Ausgezeichnet. Ja, das war ein gutes Foto. Und das reicht auch. Das wollte ich gerade. Das wollte ich gar nicht, ich wollte nur fahren. Wieso hänge ich hier fest? Das ist doch gar nichts. Ich fahre mal in den Wagen zurück. Alter Schwede, der ist durch mich durchgefahren. Boah. Nachricht von Dr. Grant. Fantastisches Foto. Warum zählt das nicht? Ausgezeichnet. Jetzt haben wir aber auch genug Fotos wieder gemacht. Da muss ich hin, genau. Yay, 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 yay. Auf, mach Tür auf, mach Tür auf, mach Tür auf, mach Tür auf. Ich will da rein. Dankeschön. Und hinein. Plumps. Da können wir ein paar Fotos verkaufen. Das gibt Geld. Was sollen wir hier Brachiosaurus. Tun? Brachiosaurus, sehr gut. Ja, ist los. Oh, Bernstein? Bernstein gefunden. Das ist doch mal gut. Schön, Sie zu sehen. Bam, bam. Toll. Oh, einzigartig verkaufen, auf jeden Fall. 11.000 Ocken. So, jetzt können wir auf jeden Fall unsere Ballontour bauen. Ja, ja. So. Wo wollen wir die hinsetzen? Ich glaube... Nachricht von Dr. Wu. Hier hinten, da ist nämlich nicht allzu viel los. Da kommt die gut. Da brauchen wir einen kleinen Hingucker. Erstellen Sie die Flugroute Ihres Ballons mit Hilfe von Wegpunkten. Genau, so. Also, einmal hält der Ballon, würde ich sagen, hier an. Da kann er schöne Aussicht genießen. Dann würde ich sagen, die nächste Station ist hier.
Dann hältst du einmal hier. Nachricht von Dr. Grant. Dann hältst du einmal in diesem Gehege. Und dann noch einmal beim Spino. Dann Ende im Gelände. So. Hi. Hi. So, jetzt mal gucken. Fotos an. Zum Ballon springen. Dr. Wu. Ach, das war gar nicht in der Luft. Wir warten, bis der in der Luft ist. Und wenn er hier rumeiert, dann können wir auf den Ballon zugreifen. So. Und dann können wir halt Fotos schießen. Und ihr vertragt euch anscheinend, ihr beiden Süßen, ja? Sagt, ne? Seid ihr jetzt böse? Oh! Hey, komm, seid friedlich. Ihr habt Geld gekostet, Jungs. Und Mädels. Oh. Monster in Fighting. Na gut. Vielleicht habt ihr euch nur kurz gekabbelt. Anscheinend geht's ja wieder. Aktivität Territorium. Nachricht von Dr. Grant. Das muss vielleicht auch einfach mal sein. Na gut. Dr. Grant, ja. Was würden Sie in dieser Situation Projekt vorschlagen? Achso, ja, klar. Was würden Sie in dieser Situation vorschlagen? Dich. Wie lauten Ihre Anweisungen? Gute Nacht. So, ich soll dir ein Projekt zuweisen. Genau. Was gibt's denn noch Sinnvolles? Einrichtungen haben wir nichts mehr zu holen. Attraktionen, Fernglas, Genetik, Waffen, Sicherheit, Fahrzeugverbesserung. Ja, dann das Fernglas ist, glaube ich, ganz gut. Verbessertes Fernglas, um die Sichtweite von den Aussichtsplattformen zu John erhöhen. Hammond. Ja, haben wir einen halben Stern dazu bekommen. Ja, wir haben 4 Sterne. Wow, die Wertung Ihres Parks ist auf 4 Sterne gestiegen. Die Berühmtheit des Parks weitet sich aus. John Hammond. Vorstand von Ingen. Oh Gott, Ingen. Wo ist jetzt unsere Ballontour? Wo ist unser Ballon gerade unterwegs? Fliegt er schon? Er muss irgendwo sein. Wo bist du denn? Ich hoffe, du bist gerade... Da! Da! Hä? Ich glaube, ich bin blind. Ist unser Ballon gerade unterwegs? Hallo? Nachricht von Dr. Grant. Ich sehe unseren Ballon nicht. Da, FDA. Komm, ich auf den Korb. Auf den Korb. Ja. Geil, ne? Müssen wir genau angucken. Schade, da kann man leider nicht. Da ist nicht mal einer drin. Da ist nicht mal einer drin. Aber wir können von hier aus super Fotos schießen. Wenn ich jetzt mal überhaupt Orientierung finden würde, wo ich gerade bin. Ja. Da ist der Spino. 2 Spinos auf einem Bild. Ich kann schon wieder keine Fotos schießen, das ist doch nicht wahr. Ich kann wieder keine Fotos schießen. Ich muss mal eben wieder Fotos löschen. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann. Ich bin gerade verwirrt. Wo bin ich? Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Okay, jetzt habe ich wieder die Orientierung. Hier hinten ist die Dino-Safari. Hi. Hi. Fotos ansehen. Hallo? So. Schön, dass Sie schon wieder zurück sind. Verarschen kann ich allein natürlich. Na komm, den verkaufen wir das. Nachricht von Dr. Grant. Okay. Das können wir auch entfernen. Das auch. Da kommt die behalten wir mal. Jetzt können wir wenigstens 1-2 Fotos schießen. Wo ist mein Ballon? Wo ist mein Ballon? Ich will Fotos machen. Ja, da. So, Fotos schießen. So. Oh. Ich hätte gerne ein bisschen mehr auf einem Bild. Ausgezeichnet. Oh, das war doch schon mal nicht schlecht. Fantastisches Foto. Ja. Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. So, reicht erstmal. Jetzt haben wir immer noch keine Fleischfresser fotografiert. Aber... einmal kontrollieren wir nochmal eben. Weißt du, ich habe irgendwie das Bedürfnis, auch mal einen Fleischfresser zu fotografieren. Also so doll waren die Fotos nicht, ne? Scheiße. Ich habe da jetzt viel mehr von erhofft. Also die, so schlecht fand ich die gar nicht. Nachricht von also alles, was unter 100 ist, das können wir löschen, denke ich. John Hammond? Ich denke, wir sollten über ihre Leistung sprechen. Das ist gar nicht John Hammonds Stimme. Ach, da steht doch Peter Ludlow. Aber das Bild von John Hammond, das ist interessant. Was sollen wir hier tun? Ja, ich kann nichts dagegen tun. Ja. Bernstein? Was ist das denn da? Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Ihr Foto, das 185 Punkte erzielt hat, an einen reichen Dinosaurier-Fan verkauft. Bitte nehmen Sie diesen Bonus von 2133, glaube ich jedenfalls, als Lohn für Ihre harte Arbeit entgegen. Ja, danke. Ihr seid so gütig. So, Moment mal, ich will mal was überlegen. So, die Lophosaurier, die ist leben hier hinten, ne? Ich würde ja endlich mal einen Action sehen hier. Gerne. Aber die schlafen ja alle und gammeln hier rum. Kann ich euch denn noch eine womit kann kleinen ich dienen? Gefallen tun? Haben wir noch andere kleine Fleischpflanzen? Alberto, ach, das ist, die Lophosaurier. Ihr seid so klein, ich packe euch noch zwei dazu. Das sieht sonst so mickrig hier drin aus in dem Riesengehege. Aber da würde sich vielleicht eine Kuppel lohnen. Nachricht von Dr. Grant. Da würde sich vielleicht eine Kuppel lohnen. Dann machen wir hier doch den Eingang hin. Da passt sonst eh nichts hin. Na, kommt einer vorne. So. Und dann. Dringende Nachricht von Dr. Wu. Dringend? So. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ja, gerne. So, Dr. Wu. Wie lauten Ihre Anweisungen? Nichts gefunden, ja. Hätten Sie einen Moment Zeit, um sich das anzusehen? Ja. Ihr sollt ja was zu tun haben, ne? So, Dinosaurier. Was können wir denn da machen? Beschleunigt die DNA-Gewinnung. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Beschleunigt das Dinosaurierwachstum in der Blutstation? Ja. Verteilt Dinoköder. Die Dinosaurier zu einer bestimmten Stelle locken. Ist alles nicht so wichtig, ne? Sicherheit ist, glaube ich, besser. Überwachungskameras. Absolut. Ja. Die sollten wir vielleicht mal bauen. Und ich möchte mal die Kuppel angucken. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Super. Ja. Guck mal, da sind wir. Jetzt können wir nämlich, weil wir dieses Fernglas erforscht haben, etwas näher ranzoomen. Aber da hier gerade so viel los ist, bringt uns das gar nicht viel. Einfach zu viele Dinos. Nachricht von Dr. Grant. Ja. Oh. Ich bin auf der Ziege drauf, wie geil. Und dann habe ich gesehen, wie die halt in den Rachen von ihm verschwunden ist. Oh, du hast auch gerade einen. Hast du gerade einen verschluckt? Also euch finde ich mit noch am schönsten bei uns, finde ich gerade. Der Spino ist geil. Es ist immer eine Attraktion, der Spiro. Keine Frage. Aber ich finde so, von der ganzen Art her, sind die hier am schönsten von unseren Dinos. Wie seht ihr denn das? Welche Dinos findet ihr am schönsten? Also diese Kamara, die Langhälse, die mag ich auch immer sehr gerne. Als Kind sagt man ja immer gerne Langhälse. Wobei, der große, richtige, eigentliche Langhals, der kam ja noch gar nicht. Der Brachiosaurus. Das ist ja eigentlich das Highlight unserer Pflanzenfressergemeinde. Aber den können wir den schon bauen. Schön, Sie gucken, zu sehen. Pflanzenfresser. Nee, den können wir noch nicht bauen. Doch, da ist er ja. Der Brachio. Oh, wie geil. Da müssen wir jetzt zwei von bauen. Aha. Das ist natürlich das Wetter nicht so schön. Aber der Brachio, Leute. Da könnt ihr euch da was gefasst machen. Der ist super. Mal einen Schluck trinken. Nachricht von Dr. Grant. Ein richtiges Highlight für diesen Part noch. Am Ende dieses Parts sehen wir noch den Brachiosaurus. Das Geile ist auch, der wird da drin gezüchtet und gleich hat er auf einmal einen Riesenhals. Gleich steht er da einfach drin. Bling. Und ich weiß gar nicht, wie der da durchkommen will mit seinem großen Geschleuder. Guck mal, Begrüßungskomitee ist auch schon da. Du läufst immer hier durchs Bild. Der ist kamerageil, der Urano. Der läuft immer hier durchs Bild, wenn ich hier stehe.
Die ganze Welt wartet mit Kamerateam hier auf die Geburt eines neuen Dinos. Er verkörpert die Macht und Majestät des Mesozoikum und ist ein Muss für alle Naturliebhaber. Der ist super. Der Brachio. Das ist, finde ich, ein richtig schöner Pflanzenfresser-Dino.